Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 5. Ja, wir sind stehen geblieben in Kapitel 3.2 und ich werde da jetzt einfach weitermachen und ich lasse es einfach so diese Standardeinstellung, die wir beim letzten Mal auch hatten. Und ich werde diesmal wieder Sheep einladen. Er ist schon drin, okay, sehr gut. Ja, und dann kann es auch gleich schon losgehen, sobald er dann reingejoint ist. Und da ist er auch schon. Supi. Gut, ich werde eins einfach weghauen. Schmuck hatte ich beim letzten Mal alles verkauft und die ganzen Waffen aufgewertet. Also bin fast durch. Ja, ich würde sagen, ich bin bereit. So, auf geht's. Ich bin mal gespannt. Ach ja, das ist diese Hinrichtungsstätte. Ja, ich hätte das Resident Evil sehr gern auf Deutsch gehabt, allerdings gab es das nur auf der Xbox bei mir so. Die PC-Version ist leider auf Englisch. Da gehen die gleich mal voll drauf ab, ey. Ja, ich würde sagen, wir sagen denen mal, dass das so nicht funktioniert, mit unseren Leuten umzugehen. Wir treten den jetzt mal gewaltig in den Arsch. Aber vorher nehme ich natürlich noch alles mit. Wie gesagt, ich spiele ohne Minimap. So, Sheep hat, glaube ich, schon alles da unter Kontrolle. Ich meine, hier müsste aber noch irgendwo einer sein. Weil ihr, wie ihr ja wisst, die Musik. Und zack, wenn man vom Teufel spricht, geht die Musik auch gleich mal aus. Ja, dann jump ich mal rüber und hol die nächste Meute. Ich würde sagen, ich warte hier. Die kommen sowieso von da hinten alle. Ist klar, ne? Schießen wir ihm halt die Beine weg. Auch nicht so schlimm. Ja. Wer geht jetzt hebeln und wer geht... Okay, das heißt, ich darf auf das schöne Floß gehen. Ah, okay, ganz ehrlich gesagt mache ich das absolut nicht gern. Aber was nicht bleibt, beziehungsweise was gemacht werden muss, muss gemacht werden. So, ich muss mir mal die Tasten hier bereithalten. Also sind entweder A und D oder F und V. Naja. Okay, Sheep. Dann gib mal dein Bestes. So, wir müssen immer den Krokodilen so ausweichen. Okay, die Hälfte haben wir schon. Ist ja schon mal ziemlich positiv. Okay, noch einmal.
So, und jetzt dürfen wir eigentlich hier raus können. Perfekt. So, dann wollen wir doch mal gleich gucken. Wir haben dort auf jeden Fall das Türchen aufzumachen, damit wir hier wieder rauskommen. Denn vorhin ist hier ein Gegner gespawnt, der hat hier auf diesen schönen Knopf getreten und dadurch ging die Brücke drauf. Und ich habe sie erstmal wieder rückgängig gemacht. So, ich muss jetzt hier raus und dann gehen wir einfach rüber. Und dann schauen wir mal, was wir dann machen können. So, jetzt mache ich aber mal die kleine Map an, wegen dem ganzen Schmuck. Denn ich bin ein bisschen schmuckgeil, aber nur im Spiel. Zum Waffen aufwerfen. So, perfekt. Tracer. They help fund the BSAA. What the hell are they doing here? Gute Frage, Chris. Gute Frage. Das werden wir wahrscheinlich gleich herausfinden. So, und hier haben wir zwischendurch immer ein bisschen Geld. Hier haben wir einen Käfer. Hier haben wir ein Erste-Hilfe-Spray. Dann haben wir hier ein paar Kisten. Oh, ich finde das gut, wenn da nur wenn da nur Cash drin ist. Ich meine, Munition brauchen wir ja so nicht. Wir haben ja die unendliche Muni eingestellt. So, da haben wir noch ein bisschen was. Hier flackert das Licht, okay. Ja. Dann würde ich doch mal sagen, guten Hunger, Chris, mit deinem Ei. Looks like we've arrived at the oil field. Yeah. Enemy's not getting away this time. Ja, und dann gehen wir mal weiter, ne? Ups. Der Irving, ey, der läuft irgendwie voll schwul, ich weiß auch nicht. Okay, Chris geht vor. Na klar. So, er dreht. Dann würde ich mal sagen... Okay, er bekommt Besuch. Ich gehe davon aus, dass er links lang laufen wird und ich rechts. Also, Folgendes muss gemacht werden. Er hat jetzt da oben das rote Rad gedreht. Das müssen wir jetzt nochmal machen, damit das Feuer hier in der Mitte ausgeht. Das wird einmal dort gemacht und einmal da hinten. Und wir teilen uns halt jetzt auf. Dann geht es halt doppelt so schnell. Und ja. Ich denke, er schafft das schon. Allerdings, ja, auf Veteran, ich weiß jetzt gar nicht. Ich meine, versuchen könnten wir es. Ich ziel einfach mal. Oh, das könnte in die Hose gehen. Okay, anscheinend doch nicht so schwer. Dann brauche ich ihm da gar nicht helfen. Dann hole ich mir jetzt mein Kletterteil hier. So, der liegt. Der steht aber mit Sicherheit nochmal auf. So, Nummer 1 ist frei. Okay, er hat seinen Platz. Sehr schön. Ja, dann würde ich doch mal sagen,
Aber wir drehen auch erstmal, denke ich. So. Jetzt ist das schon mal auf. Und wir machen den hier jetzt auf. Und dann jumpt er von da oben runter. Genau auf Chris. Oh mein Gott. Lol. Und wieso kann ich mich nicht bewegen? Jetzt kann ich natürlich nicht den Dingen benutzen. Weil er natürlich da steht. Okay, der steht nicht nochmal auf. Sehr schön. Dann können wir jetzt hier in Ruhe raufgehen und hier drüber gehen. So, und dann haben wir auch direkt Ruhe hier. Wir können hier alles aufheben. Perfekt, guck mal, alles schon auf. Muss man sich nur noch bücken. Und weiter geht's. Ja, schneller geht's eigentlich gar nicht. Na, ob der Irving sich hier versteckt? Irvine. Wo bist du? Lol. Josh? Shiva? You're alive. Erstmal eine halbe Stunde angucken. Are you okay? Und dann erkennt man sich. How did you get here? We were at the port when we were attacked. And then, well, I ended up here. Where's the rest of the team? Shit! It's just the three of us now. Why did you not retreat? I mean, we are no match for them. I've got unfinished business. The hard drive containing data on the BOW experiment had a picture inside. The picture was of Chris's friend. A friend? I'm not leaving until I catch Irving and find out what the hell's going on here. Let's save the chit-chat for later. Das heißt, wir müssen den Josh jetzt beschützen. Na. Bis er da fertig ist. Wieso bin ich voll? Ich weiß schon, warum ich die Magnum so liebe. Okay, perfekt. Den Schmuck haben wir auch. Das können wir eigentlich hier nur noch abhauen. Ja, dann mal rein hier. Josh. Straight ahead. This boss is so quick.
wollte noch die Kisten da aufmachen. Okay, das ist, komm, wir benutzen das mal einfach. Und dann platzieren wir die Mine einfach gleich mal hier hinten hin. Die rüsten wir direkt mal aus. So, zack. Gut, Josh ist drüben und macht uns die Tür auf. Wir verteidigen ihn so lange. Der steht da. This is going to be a pain in the ass. But I will see what I can do. Und wieder so ein Chainsaw-Typ. Not this shit again. You two, engage those bastards. Ich meine, wenn Chris schon drüben ist, dann halte ich den kleinen Scheiß hier auf. Was? Okay, komm schon. Komm, den lassen wir in die Mine treten. Na komm. Jawohl. Okay, supi, der ist tot. Ja, wieso treffe ich denn nicht? Das gibt's doch gar nicht. Mann, Mann, Mann. So, ich wäre eigentlich bereit. Ich würde sagen, wir gehen einfach weiter. Und damit sind wir auch schon wieder fast durch. Are you okay? Yeah, I think so. I'm okay. It looks like Irvin is trying to blow up the place and make his escape. You must stop him before it is too late. I'll try to find us a way out of here. All right. We'll go after Irvin. Good. Okay. Now there's a dock up ahead. That is probably where he's going to make his break. Copy that. And Josh, be careful. Let's hurry. Okay. Genau, dann wollen wir uns doch mal beeilen. Okay, Chris hat auch schon ein bisschen HP verloren. Ich habe aber auch keinen Einzelspray mehr. Ach, wir warten einfach noch, bis es ein bisschen schlimmer wird und dann können wir unsere erste Hilfespray verballern. So, hier haben wir noch ein bisschen Cash. Ja, ja, ja. Gut, das ist schon der nächste Platz. There he is. Irvin. Mysteriöses Etwas. Splendid timing! You two are just in time for the fireworks show! Boom! Ich auch. Shiva, do you read me? I secured a boat. I'm on the other side of the dock. Keep here on the double. Dann wollen wir uns doch mal beeilen.
Okay, ich räume unten schon mal auf. Get over here! Hurry! So. Falls man zu zweit nicht hier bis hierhin schaffen sollte, explodiert alles und wir müssen von vorne anfangen. Gott, ey. Alles kaputt. Ja, wow, Chris. Alles S. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, liebe Freunde, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns in Kapitel 3.3 reinwagen. Danke fürs Zuschauen und bis dann.